Ja, vielen Dank für die Einladung. Und es ist mir auch eine große Freude, das so vor Publikum vorzustellen. Umso mehr, als wir diese Umfragen, um die es jetzt gleich geht, zwar ja teilweise auch schon vor einigen Jahren gemacht haben und die alleraktuellste letztes Jahr, ist auch schon ein Jahr her. Aber ich bin gerade dabei, eine Studie nochmal zu schreiben über die Umfragen und erstmals einen Quervergleich zu machen zwischen diesen Studien, also auch einen Langzeitvergleich machen zu können, wie sich die Meinung der Ökonomen so im Laufe der Zeit, die Einstellungen im Laufe der Zeit über einen längeren Zeitraum entwickelt haben. Und das ist gerade mit ein paar ganz frischen, neuen Auswertungen, die wir da auch jetzt haben machen können, zum Unterschied zwischen den Altersklassen und den Ökonomen, das ist uns vielleicht hier auch von besonderem Interesse, haben wir da noch neue Ergebnisse dazu bekommen und die kann ich jetzt exklusiv vorstellen. Also auch eine Gelegenheit, so ein bisschen das zur Diskussion zu stellen. Ein bisschen ist ja schon angeklungen, Deutschlands Ökonomen gelten, um es ein bisschen auf den Punkt zu bringen, gerne als einseitig fixiert, das ist jetzt schon ein bisschen mit negativer Konnotation. Bei denen, die zur herrschenden Lehre zählen, gibt es in der Tradition in Deutschland doch so einen gewissen Hang zu glauben, dass man auch die ökonomische Vernunft vertritt, den ökonomischen Sachverstand. Da schwingt immer mit, dass man natürlich eigentlich auch nur einen haben kann. Bei denen, die das nicht gut finden, weil sie anders denken und da ihre Schwierigkeiten mit haben, das kennen Sie. Und bei denen, die international über Deutschlands Ökonomen sich wundern, beziehungsweise über die deutsche Wirtschaftspolitik, wo dann die bekannten Nobelpreisträger Stiglitz, Krugman und sonstige sehr teilweise auch polemisch gegen die deutschen Ökonomen, gegen die deutschen Politiker wettern und kriegen dann ja auch entsprechend Kontra von hier, bringt, wenn man es auf den Punkt bringt, den Gedanken, dass sich irgendwie alle einig sind in dem Befund. Und für uns interessant war schon damals, als wir die erste Umfrage gemacht haben, mal zu sehen, wie denken eigentlich die Ökonomen in ihrer Breite. Also nicht nur die, die wir halt immer wieder in der Öffentlichkeit sehen und die sich in der Öffentlichkeit äußern, sondern die vielen, die sonst eben tätig sind. Und das haben wir damals mit dem Verein für Sozialpolitik zusammen gemacht, die halt die Ökonomenvereinigung der deutschsprachigen Ökonomen sind und die mittlerweile rund 4.000 Mitglieder haben. Da sind natürlich nicht alle dabei, aber wir haben das Gefühl, es ist doch ein mehr oder weniger repräsentativer Schnitt oder zumindest eben ein Schnitt dessen, was die ökonomische Lehre so im Grundsatz in Deutschland prägt. Ich habe das jetzt erstmals, wie gesagt, im Quervergleich machen können, diese ganzen Umfragen mal direkt nebeneinander liegen. Was die drei Kernbotschaften im Grunde genommen sind, ist zum einen, dass die Ökonomen in ihrer Breite, ich sag mal an der Basis, gar nicht und nie so hermetisch geschlossen waren, wie das manchmal in den öffentlichen Debatten der Eindruck sein mag, wie das eben in den etwas karikierenden Aussagen vermittelt wird. Zweitens ist aber trotzdem, trotz dieser gar nicht so hermetischen Aufstellung, ganz klare Paradigmenphänomene gibt, dass eben Mehrheiten sich verschieben. Das heißt nicht, wenn ein Paradigma da ist, dass 90% oder 99% der Ökonomen das Gleiche denken, aber man sieht halt in den relativen Verschiebungen, wo in einer bestimmten Zeit das Paradigma seinen Schwerpunkt hat. Und drittens, in diesem Wandel der Paradigmen kann man in den Umfragen ganz klar feststellen, dass sich da ein Wechsel in den letzten Jahren weg von der angebotsorientierten Lehre entwickelt. Also ich habe das mal so angebotsorientiert als Schlagwort auch immer benutzt. Das ist das, was der Sachverständigenrat 1976 im November halt als die neue Lehre sozusagen amtlich verkündet hat und sich, glaube ich, auch nie davon amtlich wieder verabschiedet hat. Da schwingt natürlich vieles konzeptionell mit, wenn wir davon reden, halt Neoklassik, Monetarismus, alles, was halt einfach in so diesen Kanon mit reingeht. Die Umfragen, die wir gemacht haben, haben wir damals bei der Financial Times Deutschland angefangen, 2006. Da haben wir das erste Mal
mit dem Verein für Sozialpolitik zusammen gefragt. Damals haben 510 Ökonomen geantwortet, was schon eine ganze Menge war. Damals gab es auch deutlich weniger Mitglieder noch. 2010 sind es schon 1158 gewesen und beim letzten Mal, im letzten Frühjahr, 1002 Teilnehmer. Es ist schon eine ganz große Anzahl, die man dann auch als relevante Größe einschätzen kann. Wir haben gefragt zum einen ganzen Teil zum ökonomischen Selbstverständnis, wie sie die eigene Arbeit definieren, ob sie eher theoretisch arbeiten, empirisch arbeiten, Politikberatung machen, welches politische Verständnis sie haben. Zweiter Teil war Fragen, mehr makroökonomische, aber auch mikroökonomische Fragen zu den großen Fragen der Fiskalpolitik, der Geldpolitik, auch viele strukturelle Fragen, teilweise zeitbedingt, als in Deutschland die großen Strukturreformen diskutiert wurden, haben wir viele Fragen dazu natürlich gestellt. Jetzt in den jüngeren Fragen eben dann auch mehr zu den akuten Krisen. Das war dann auch in den letzten Umfragen 2010 und 2015 ein extra Teil, wo wir sozusagen die Konsequenzen der Finanzkrise für die ökonomische Lehre, für die Wirtschaftswissenschaft abgefragt haben. Was das im Einzelnen bedeutet, erkläre ich dann gleich. Es gibt eine Vorläuferumfrage, die sehr spannend ist, so als kleiner Hinweis, wenn man mal so ein bisschen in die Geschichte des ökonomischen Denkens eintauchen will. 1981, also wir haben das jetzt alles mit Online-Befragungen gemacht, damals haben die das noch richtig per Post verschickt. Das war von Friedrich Schneider, der damals die Umfrage maßgeblich mit angetrieben hat, mit Bruno Frey zusammen. Die haben eben auch schon relativ viele Fragen damals gestellt, weniger als wir das gemacht haben. Aber wir haben von 2006 an eben angefangen, teilweise Fragen, die klangen ein bisschen altmodisch teilweise, haben wir aber dann übernommen und bis heute fortgeführt, um halt mittlerweile da für einige Fragen so einen ganz langen Vergleich zu machen. Und wir haben ein paar Fragen aus den USA übernommen. Da ist so ein bisschen das Problem, dass da die Methodik teilweise anders war, dass übrigens von dem David Collander, der eben auch schon zitiert wurde, der hat da mehrfach Umfragen gemacht. Das sind aber sehr kleine Stichproben gewesen eigentlich unter Studenten. Die Zahl ist weitaus kleiner. Wir haben aber von denen Fragen übernommen, um auch da einen Vergleich im Zweifel machen zu können mit dem, was in Deutschland, also zwischen Deutschland und USA, da an Unterschieden möglicherweise sich erkennen lässt. Erste Diagnose, die wir relativ schnell machen konnten, war, es gibt nicht diese vermeintliche Einheitsdenke, es gibt auch nicht das Dominierende in dem Sinne, dass 90% das Gleiche denken. Ich habe mal als ein nur illustratives Beispiel rausgegriffen, die Frage, die wir 2010, also wir haben sie jetzt auch 2015 gestellt, zur Frage, welche Strategie zum Abbau von Staatsschulden Sie grundsätzlich als die beste einstufen würden. Das war eine Multiple Choice, da waren verschiedene Möglichkeiten angegeben. Einfach nur zur Illustration, man sieht, wie unterschiedlich man diese Frage offenbar beantworten kann und wie sehr die Antworten da aufgeteilt sind zwischen teils sehr unterschiedlichen Konzepten. Einfach zur Demonstration dessen, dass da nicht wirklich erkennbar ist, dass eine dominierende Auffassung davon gibt. Etwas Ähnliches kann man jetzt erkennen, auch nur so als Querverweis sozusagen. Wir haben gefragt, welche parteipolitische Sympathie die Ökonomen haben, und dabei sind einige ganz interessante Dinge rausgekommen. Erstens hätten wir nicht damit gerechnet, dass die Grünen unter den Ökonomen so eine starke Sympathie finden. Und zum Zweiten ist auch da eben erkennbar, dass die Sympathien sich doch sehr stark aufteilen. Also es ist jetzt nicht so, dass das sehr in eine Richtung ginge. Man hätte vielleicht vermuten können, dass die FDP noch mehr Sympathien findet. Die Balken sind leider, also man muss sie jetzt quasi asiatisch lesen, von rechts nach links. Dann erkennt man auch, was mit der FDP passiert ist. Selbst bei den Ökonomen, die halt 2006 noch immerhin fast 30%, 27,5% Sympathien hatten und auch unter den Ökonomen auf 17% abgestürzt sind. Ein Randphänomen auch interessant ist, dass die ja von Ökonomen sehr stark getragene, initiierte Alternative für Deutschland unter den Ökonomen insgesamt nicht so sonderlich viel findet. Sie kommt nicht mal über die 5%-Hürde. Auch das fanden wir dann am Rande ganz interessant. Wenn man den Anspruch
von Ökonomen, Wirtschaftsprofessoren mit dem vergleicht, was dann tatsächlich in der Breite rauskommt. Selbst bei relativ klaren Fragen, und das ist jetzt noch eine Frage, wo wir dann gemerkt haben, da ist tatsächlich, scheint sich zu bestätigen, dass in Deutschland die ökonomische Orthodoxie sehr stark ausgeprägt ist. Selbst da ist das jetzt auch nicht eine 100%-Quote. Das ist die Frage, ob sich eine Notenbank auf die Inflation ausschließlich, also als Ziel beschränken sollte, Inflation zu bekämpfen, zur Preisstabilität zu sorgen, oder nur überwiegend, oder wie das in anderen Ländern gang und gäbe ist, also in den USA ja sogar vorgeschrieben ist, gleichmäßig Preisstabilität und hohe Beschäftigung ansteuern. Und da sieht man, das wäre sicherlich, man ist leider nicht in den US-Umfragen genau gleich gefragt worden, aber da kann man von ausgehen, dass das natürlich sehr unterschiedlich ist. Man wird davon ausgehen können, dass in den USA deutlich mehr Ökonomen dem Faktum auch zustimmen, gibt auch keine großen Protestbewegungen dagegen, dass die Fed gleichzeitig Inflation bekämpfen und für hohe Beschäftigung sorgen soll. In Deutschland ist es sehr klar, da sagen eben sogar 28%, dass sie eigentlich nur machen sollte. Das ist ja sogar mehr, als es in jetzt die EZB im Statut drin hat. Und die Rest, also eine mehr, also die Hälfte der Ökonomen sagt, sie sollte das prioritär machen. Und nur eine kleine Minderheit sagt, man sollte beides machen. Aber wie gesagt, selbst da kann man auch nicht sagen, dass jetzt alle in eine Richtung gehen. Und das ist schon eine der Fragen, wo es wirklich die klarsten Verhältnisse gab. Es gibt, um das so ein bisschen in den Kontext zu stellen, diese, wie gesagt, viel diskutierten Paradigmen. Und was für uns ganz interessant ist, und da kommt auch diese Umfrage von 1981 mit ins Spiel, ist nochmal zu sehen, in welchen Kontext wir uns da einbinden. Also was ist eigentlich das, was man von einem, unter einem Paradigma versteht und wie hat sich das, was wir heute wahrnehmen als das dominierende oder lange Zeit dominierende Paradigma der Angebotslehre im deutschen Sinne, wie hat sich das entwickelt? Es gibt da einen ganz interessanten Beitrag von dem Olaf Sievert, der frühere Vorsitzende im Sachverständigenrat in den 70er Jahren, maßgeblich daran beteiligt, dass der Sachverständigenrat die Wende hin zur Angebotslehre 1976 gemacht hat. Und er hat beim 40-jährigen Bestehen einen ganz interessanten Beitrag gemacht, in dem er das beschrieben hat. Die Geschichte hört dann aber auch auf. Also da hat die Angebotslehre hat den Siegeszug gemacht und dann ist das quasi das Ende der Geschichte, wie er das beschreibt. Das ist ganz interessant, weil sich da rein nochmal zu versetzen, in welcher Lage der Sachverständigenrat sich damals fühlte als Minderheit, als eine Institution, die gegen den Mainstream der Keynesianer damals angegangen ist. Und er schreibt halt da, als wir 1976 den Bedarf an angebotsorientierter Politik zuerst geltend machen mussten, wussten wir noch nicht, dass unzureichende Investitionen und Arbeitsplatzlücke, das war das Thema, was Sie für sich beanspruchten, in dem Sinne, wie Sie das verstanden haben, das Thema der nächsten 30 Jahre sein würden. Damals sei eben die Wirtschaftswissenschaft durch Keynesianismus geprägt gewesen und man hätte den größten Teil des Faches gegen sich aufgebracht. Zu überwinden war gleichsam eine Deformation professionell. Ganz neutrale Sichtweise der Dinge. Das war die Ausgangslage, die der Sachverständigenrat damals hatte. Und der Sachverständigenrat war damals sehr aktiv daran beteiligt, das zu überwinden, diese Deformation professionell, und dafür zu sorgen, dass also das Fach endlich den Verstand findet und aus der Deformation rauskommt, um das Richtige zu lernen. Das kann man in den Umfragen ganz gut auch erkennen. Das ist eine Frage, die wir tatsächlich systematisch verfolgen konnten von 1981 bis heute. Vielleicht jetzt gerade den Augenmerk mal auf 1981 legen. Das ist die sehr grundsätzliche Frage damals, deswegen ist die so ein bisschen vielleicht ungewöhnlich formuliert. Das haben wir halt aus der Umfrage von 1981 übernommen. Finanzpolitik kann ein effektives Instrument sein, den Konjunkturzyklus zu stabilisieren. Also kann man Konjunkturpolitik machen, sozusagen. Ist das überhaupt effektiv? Damals, 1981, haben immerhin ohne Einschränkung 30% gesagt, ja, kann man machen. Und mit Vorbehalten halt nochmal 50%, das heißt, man kommt auf eine Quote von über 80% damals, die gesagt haben, ja, unter bestimmten Umständen oder in jedem Fall kann man das machen. Man sieht dann bis 2006, das ist so ein bisschen das, wo man erkennen kann, wie sich die relativen Mehrheiten dann verschieben, da waren 2006, das nehme ich mal so als das Jahr, da haben wir ja auch die Umfrage gemacht, zufälligerweise das Jahr vor Beginn der großen Finanzkrise, das heißt, es ist so ein bisschen auch ein Markstein gewesen, noch
vielleicht der Höhepunkt des Glaubens an die Marktkräfte und des Glaubens an die Angebotslehre. Damals waren halt nur noch 10% und nicht mehr 30% der Meinung, dass man mit Fiskalpolitik die Konjunktur, den Konjunkturzyklus effektiv stabilisieren kann. Jetzt ist die Frage, entwickelt sich da seit dieser Krise tatsächlich etwas Neues? Also hat sich in diesen relativen Verschiebungen sich das jetzt bestätigt, dass wir auf den Abkehr wieder von dem angebotspolitischen Dogma, Paradigma uns davon wegbewegen oder nicht? Wir haben sehr direkte Fragen gestellt, 2010 das erste Mal, also es waren dann 2 Jahre nach der Eskalation der Finanzkrise und 2015 nochmal, würden Sie sagen, dass die Wirtschaftswissenschaft heute in einer Legitimationskrise steckt? Da haben immerhin schon 2010 42% der Ökonomen gesagt, ja, wir sehen uns selber in einer Legitimationskrise. Man sagt ja gelegentlich im Gebräuchlichen, dass Erkenntnis der erste Schritt zur Besserung ist. Das kann möglicherweise ein Indiz dafür sein, dass man tatsächlich auch das Gespür hat und dass tatsächlich doch eine relativ große Zahl der Ökonomen selber das Gefühl hat, dass man in einer Legitimationskrise steckt. Die Quote ist dann 2010 nochmal sogar auf 45% hochgegangen, nicht viel, aber immerhin stabil. Das ist jetzt natürlich die Frage, Glas halb voll, halb leer. Ich kann natürlich sagen, dass selbst nach so einer Krise immer noch mehr als 50% glauben, man sei überhaupt nicht in der Legitimationskrise, ist ein Krisenmerkmal Merkmal der mangelnden Selbstreflexion. Aber man kann das Glas eben auch anders deuten und sagen, immerhin, und es ist fast die Hälfte der Ökonomen, die sagen, okay, wir sind in der Legitimationskrise und das ist dann möglicherweise auch der erste Schritt, um vieles anders zu machen. Wir haben auch die Frage dann 2014 gestellt, wie die Ökonomen zu dem Aufruf der Studenten stehen in Sachen Pluralität, der Forderung nach mehr Pluralität. Das haben wir 2015 gestellt, die Frage. Und immerhin sagen da eben auch 25%, also jeder vierte Ökonom, ja, ist berechtigt. Punkt. Also in jeder Form berechtigt. Jetzt muss ich aber gucken, das sind komische Zeichen reingekommen. Es gibt dann eben nochmal einen maßgeblichen Anteil derer, die sagen, finden Sie grundsätzlich berechtigt, nur übertrieben. Wenn man beides zusammennimmt, gibt es schon einen relativ eindrucksvollen Anteil von Ökonomen im Land, die das tatsächlich als ein berechtigtes Thema ansehen, sich über Pluralität in der Ökonomie Gedanken zu machen. Auch jetzt nicht die überwältigende Mehrheit, aber ich denke, für eine Zunft, die dabei ist, sich möglicherweise zu wandeln, schon ein relativ starkes Signal. Ein kleines weiteres Merkmal für einen beginnenden Sinneswandel und Paradigmenwandel möglicherweise ist die Frage, welcher großen Denkschule Sie sich am nächsten fühlen. Da sieht man halt relativ deutlich zwischen 2010 und 2015 ganz unten, dass doch die Neoklassik, das war so das eine der großen Kategorien, die wir vorgegeben hatten, kam auch aus den amerikanischen Umfragen, deswegen haben wir das Wort gleich gemacht, dass die eben innerhalb von 5 Jahren da doch deutlich an Anhängern verloren haben. Also dass der Anteil von 43%, die sich der Neoklassik am nächsten fühlen, auf nur noch 33% zurückgegangen ist. Es gibt also quasi als Pendant vor allen Dingen sehr viele, die dann sich anderen nahe fühlen. Also es ist jetzt, wie man sieht, nicht unbedingt dem Keynesianismus zugute gekommen, sondern einfach vielen anderen Denkrichtungen, was vielleicht auch ein Indiz dafür ist, dass eben doch so eine Fachspezifizierung stattfindet und jeder da in seinem Bereich ist und nicht mehr in den ganz großen Denkschulen denkt. Die Grafik von eben jetzt nochmal als weiteres Indiz dafür, dass tatsächlich da sich etwas zu tun scheint. 2006 waren wir an dem Punkt, wo nur noch 10%, wie gesagt, etwas mehr als 10% gesagt haben, dass man mit Finanzpolitik den Konjunkturzyklus stabilisieren kann. Die Quote ist 2010 sehr sprunghaft nach der Krise, also kurz nach der Krise schon, auf fast 20% gestiegen. Und dazwischen vor allen Dingen auch der Anteil derer, die sagen, ja, unter Vorbehalt, wir haben das ein bisschen anders formuliert damals,
weil es da ja akut auch im Sachverständigenrat um die Position ging, zu sagen, kann man in der Situation einer außergewöhnlich gravierenden Krise, Rezession, dann ausnahmsweise Konjunkturpolitik machen und ein Konjunkturpaket auflegen. Das fließt da sicherlich mit ein, dass in dieser Ja unter Vorbehalt-Variante halt diese Position, die dann auch der Sachverständigenrat vertreten hat, mit einfließt. Man sieht, 2015 hat es dann nochmal einen deutlichen Sprung gegeben, vielleicht den entscheidenderen Sprung. Da sind wir mittlerweile bei der Quote derer, die vorbehaltlos sagen, mit Finanzpolitik kann man auch den Konjunkturzyklus stabilisieren. Mittlerweile ist die Quote halt höher als selbst 1981, also vor dem Siegeszug der Angebotslehre. Das Gleiche haben wir, die gleiche Frage haben wir gestellt, das war auch aus den amerikanischen Umfragen raus, in der Vorformulierung, glaube ich, ob Geldpolitik eben das ebenso tun kann. Da ist die Skepsis insgesamt größer. Allerdings kann man auch da erkennen, dass die Quoten sich da deutlich geändert haben. 2006 vor der Krise haben gerade mal 10% gesagt, ja, Geldpolitik kann auch Konjunktur stabilisieren. Mittlerweile ist die Quote schon auf fast 18-20% gestiegen. Bei geldpolitischen Fragen spürt man immer noch mehr Grundorthodoxie dabei, das als in anderen Fragen. Aber man kann es halt hier auch ganz gut erkennen. Diejenigen, die sagen, dass es überhaupt nicht geht, sind immerhin von 26,5 auf 19% zurückgegangen. Wir haben dann auch ein paar Fragen direkt zum Wandel der Ökonomie gestellt und zu ganz bestimmten Dingen, die möglicherweise durch die Krise in Frage gestellt worden sind, zum Beispiel die Annahme rationalen Verhaltens, die ja tatsächlich in der Hochzeit der Angebotslehre des Monetarismus einfach auch rationalen Erwartungen und so weiter teilweise sehr bizarre Formen angenommen hatte. Da haben auf die Frage immerhin eben auch 37% gesagt, dass die ökonomischen Modelle in den Jahren vor der Krise zu stark auf die Annahme von rationalen Verhaltens aufgebaut waren. Stimme etwas zu, das war mal die Kategorie, die wir da übernommen hatten. Jetzt kommen dann nochmal 36% dazu. Das heißt, im Endeffekt lediglich 25% sagen, dass die Art und Weise, wie man vorher in den ökonomischen Modellen mit der Annahme rationalen Verhaltens gearbeitet hat, berechtigt war und nicht in Frage zu stellen ist durch die Krise. Das heißt, eine kleine Minderheit. Ähnliche Frage, die das auch angeht, das ist die Frage der Effizienz von Finanzmärkten, Effizienz von Devisenmärkten. Stimmen Sie zu, dass flexible Wechselkurse in der Praxis zu einer optimalen Allokation von Ressourcen führen? War eine Frage, die wir von 1981 übernommen haben. Da kann man einen ganz massiven Bruch erkennen, der offenbar auch in der Zeit um die Finanzkrise stattgefunden hat. Sowohl 1981 als auch 2006 war noch ein sehr hoher Glaube erkennbar darin, dass freie Wechselkurse zu einer effizienten und optimalen Allokation von Ressourcen führen, 62-61%. 2010, unmittelbar nach der Finanzkrise, ist dieser Wert auf nur noch 37% zurückgegangen und hat sich auch 2005 seitdem nicht wieder erholt, grundlegend. Da ist also festzustellen, dass man schon einen tiefen Zweifel bekommen hat, ob flexible Wechselkurse da das Optimale sind. Die Frage haben wir dann auch gestellt, ob man der Einschätzung von US-Ökonomen zustimmt, dass die Krise von 2007, 2008 ein Scheitern von Marktfundamentalismus spiegelt. Das war damals in der Zeit, wo wir die erstmals gestellt haben, so ein bisschen ein Schlagwort, was immer wieder auftauchte. Deswegen haben wir das da übernommen. Und auch da ist erstaunlich bemerkenswert, dass eben tatsächlich 24% der deutschen Wirtschaftswissenschaftler Ja sagen und auch der Meinung sind, dass damit Marktfundamentalismus, wie er vorher gelehrt wurde, gescheitert ist. Und mit etwas zustimmen, nochmal 35%, da kommt man auch auf fast 60% Zustimmung, plus minus, also mit Abstrichen oder ohne Abstriche, dazu, dass da etwas Gravierendes passiert ist und man sich davon ausgehen muss, dass die Diagnose stimmt mit dem Marktfundamentalismus, dass der gescheitert ist. Jetzt die Frage,
zur Überleitung, was sagt unser Sachverständigenrat? Gutachten 2014-2015, programmatisch mehr Vertrauen in Marktprozesse. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ich glaube, die Kollegen haben das dann auch damals sehr bewusst so gewählt, um sich gegen den Trend zu setzen. Es war natürlich sehr geprägt dadurch, dass in Deutschland so furchtbare Dinge gemacht wurden, wie der Mindestlohn eingeführt und Renten mit 63 und so weiter halt. Das war natürlich alles nicht marktgemäß. Die Frage ist trotzdem, ob man in einer Zeit, wo gerade die öffentliche Wahrnehmung und auch die Wahrnehmung offenbar vieler Ökonomen in die Richtung geht, dass die Annahme effizienter Märkte möglicherweise zu naiv war, man muss ja nicht alles in Frage stellen, aber doch, dass das zu naiv war, ob man in dem Moment gerade ein Gutachten macht, wo man an das Vertrauen in Marktprozesse appelliert. Ich habe mir das dann nochmal genauer angeguckt, um auch mit den letzten Umfragen das nochmal gegenüberzusetzen. Und das wird dann auch ganz spannend. Habe das mal genommen, ein bisschen ist sicherlich im Grunde genommen stellvertretend für die herrschende Lehre, da kann man immer suchen, ja, was ist jetzt der richtige Begriff, für die, die eigentlich den Diskurs in Deutschland sehr maßgeblich bestimmen, die Wirtschaftspolitik sehr maßgeblich bestimmen und sich selber auch als die ökonomische Vernunft oft verstehen. Die Position des Sachverständigenrats im 2014-15, ganz aktualitätsbezogen. Erstens, EZB hat mit ihrer Rettungspolitik falsche Anreize gesetzt. Da wackelt der Sachverständigenrat so ein bisschen. Eigentlich fanden sie das, glaube ich, nicht gut. Sie wollten das eigentlich nicht, aber da sie es jetzt mal gemacht haben, wurde dann sehr viel argumentiert, dass das irgendwie nicht gut war. Und sie haben sich dann rausgehalten bei der Frage, ob das mit dem Mandat der EZB vereinbar ist. Das war ja Thema vor dem Bundesverfassungsgericht. Da haben sie gesagt, naja, mit juristischen Fragen, da wollen wir uns jetzt nicht so mit auseinandersetzen, aber wir können ein paar ökonomische Hilfestellungen leisten. Und dann kamen halt 10 Argumente, warum das eigentlich nicht mit dem Mandat vereinbar ist. Eine relativ klare Positionierung am Ende, auch wenn man es jetzt nicht ganz so direkt gesagt hat. Zweite sehr markante Position, Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss, der ja sehr viel kritisiert worden ist, sehr viel diskutiert worden ist, ist in Wahrheit kein Problem. Da steht der maßgebliche Satz drin. Entscheidend ist in einer Währungsunion der Leistungsbilanz, das Leistungsbilanzsaldo der gesamten Union. Das heißt, und der ist mehr oder weniger ausgeglichen. Also haben wir kein Problem. Da kommt auch ein ganzes Kapitel, aber der Tenor ist in die Richtung. Die Einführung des Mindestlohns hat der Sachverständigenrat, da hatten sie nicht so viel Zeit, also unmittelbar noch darauf zu reagieren, der war dann auch schon beschlossen. Man merkt aber auch da, dass sie das natürlich nicht gut finden, dass das nicht dem Marktprozess entspricht, in den sie das Vertrauen haben wollen. Und der sollte unbedingt ganz schnell korrigiert werden. Vierte Position, es gibt eigentlich kein wirkliches Problem mit dem Auseinanderdriften von Einkommen. Auch in einer Zeit, Piketty gerade das Buch rausgebracht hatte, wo das international eines der gravierenden Themen ist in der Ökonomie, hat der Sachverständigenrat sehr, sehr viel Mühe sich gegeben, um darzulegen, dass wir zumindest in Deutschland kein Problem mit dem Auseinanderdriften von Einkommen haben. Da kann man im Detail ja darüber streiten, vor Umverteilung, nach Umverteilung, ohne darauf jetzt näher einzugehen. Die Message war klar, das ist auch das falsche Thema, was ihr diskutiert. Und letztes, es gibt in Deutschland keine wirkliche Investitionslücke. Etwas, was gerade von Marcel Fratscher sehr stark thematisiert worden war, auch zu dieser Zeit. Auch da fand der Sachverständigenrat, ist auch Quatsch, gibt bei uns keine Investitionslücke und wir müssen auch jetzt nicht dafür sorgen, dass, erst recht nicht dafür sorgen, dass der Staat jetzt da irgendwas macht und natürlich überhaupt erst gar nicht irgendwelche Schulden aufnimmt, um Investitionen in die Zukunft zu finanzieren. Das ist ja eine völlig irre Idee. So ähnlich klang das ja damals bei SIN, bei der Bundesbank, in der FAZ und sonstigen. Und man hatte nach dem Gutachten schon ein bisschen das Gefühl, da war jetzt wirklich der Wille, nochmal ganz klar zu machen, dass man in allem eigentlich anders denkt, als so das, was man jetzt da immer als Kritik gehört hat. Interessant ist zu gucken, was denkt genau zu diesen Punkten die Mehrheit der Ökonomen? Also was sagen die Umfragen? Wir haben das nicht alles natürlich genauso formulieren können, aber ich denke, das kann man ganz legitimerweise in Relation setzen. Wir haben die Frage gestellt 2010 und 2015 haben wir sie erst gestellt. Eine Notenbank sollte in Krisensituationen die Funktion eines Lenders of Last Resort einnehmen und zur Beruhigung der Finanzmärkte auch den Kauf von Staatsanleihen als Instrument nutzen. Was denken Sie dazu? Dazu sagen immerhin 21% der Ökonomen Stimme zu, ohne Einschränkung. Stimme mit Einschränkungen zu, was auch immer die Einschränkung dann im Detail ist, immerhin 45%. Das heißt,
eine Position, die der Sachverständigenrat relativ klar so beantwortet, dass man es nicht machen sollte, wird von zwei Drittel der Ökonomen an der Basis anders beantwortet. Zu den Überschüssen in der Handelsbilanz, ähnliche Frage. Da haben wir einfach verschiedene Antwortmöglichkeiten gegeben. Erste Antwortmöglichkeit, der Leistungsbilanzüberschuss ist kein Problem. Die Deutschen müssen angesichts der demografischen Entwicklung sparen. Das war damals ja auch so eine These. Sagen, dass er kein Problem ist, ausdrücklich sagen, gerade mal 22% der Ökonomen an der Basis. Der Überschuss bringt das Risiko künftiger Turbulenzen, aber nicht Deutschland, sondern die anderen Länder. Das ist so die zweite Kategorie Antworten, halt sollten dafür sorgen. Also die Defizitländer müssen da aktiv werden, sagen 30%. Und der Überschuss bringt das Risiko künftiger Turbulenzen. Und Deutschland sollte aktiv werden, sagen nochmal 33%. Das heißt, die Position, die etwas auf den Punkt gebracht der Sachverständigenrat vertritt, wird im Grunde genommen nur von 22% der Ökonomen in Deutschland gedeckt. Ich kann jetzt über diese Zwischentöne ein bisschen streiten, aber das ändert, glaube ich, am Grundbefund jetzt nicht so viel. Nächstes Beispiel, die ungleiche Einkommensentwicklung. Da haben wir nicht die deutsche Frage gestellt, sondern grundsätzlich gefragt, ob eine ungleiche Einkommensentwicklung mehr ökonomisch-soziale Schäden als Nutzen mit sich bringt. Da sagen, stimme stark zu, 52%, also auch knapp über die Hälfte der deutschen Ökonomen, sieht das offenbar weitaus weniger gelassen als der Sachverständigenrat, auch wenn die Aussagen jetzt da nicht 100% vergleichbar sind. Der Tenor ist jedenfalls ein ganz anderer. Wir haben auch ganz konkret gefragt, was man machen sollte, was die Besteuerung angeht. Eine These ist halt ja progressive Besteuerung einführen in Ländern mit besonders hohem Einkommensgefälle wie in den USA. Auch da stimmen 46% zu und mit Einschränkungen dann nochmal 33%. Auch da ist erkennbar, da findet sich das, die Position des Sachverständigenrats, überhaupt nicht mehr in der Mehrheit der Ökonomen. Mindestlohn, ähnliches nächstes Beispiel. Insgesamt sagen, also den Mindestlohn alles in allem für nötig und sinnvoll, auch in der Höhe, wie sie in Deutschland beschlossen worden ist mit 8,50 Euro, sagen jeder dritte Ökonom. Auch vielleicht nicht was, was man erwarten würde, wenn man in die Diskussion sich nochmal zurückversetzt, in die Aufregung, die es kurz vor Einführung des Mindestlohns gab, darüber, wie viele Arbeitsplätze das kosten würde, von Sinn, von den Instituten, vom Sachverständigenrat. Ich halte den Mindestlohn alles in allem für richtig, aber nur in der Höhe für zu hoch, sozusagen nochmal 25%. Wenn man beides zusammennimmt, sind in Deutschland über die Hälfte der Ökonomen für einen Mindestlohn. Also auch nicht das, was man erwarten würde, wenn man der Angebotslehre folgt. Bilanz, Fazit in diesen Fragen, in sehr maßgeblichen Fragen, die Deutschland und die Welt in diesen letzten Jahren ökonomisch beschäftigt hat, vertritt der Sachverständigenrat nicht unbedingt die Mehrheit, sondern in einigen Fragen sogar eine klare Minderheitsposition. Mehr als die Hälfte der Ökonomen an der Basis ist für den Mindestlohn, stimmt der EZB Intervention bzw. dem Kauf von Staatsanleihen zu, sieht in den Leistungsbilanzüberschüssen sehr wohl ein Risiko und auch in dem Reichtumsgefälle, was wir haben, eine Gefahr. Das gilt übrigens auch für den Hamburger Appell, dann kann ich jetzt nicht im Detail noch drauf eingehen, aber es ist ganz interessant zu sehen, damals Hamburger Appell 2005 war eine sehr massive, angebotsorientierte Sache, wo die Senkung des Lohnniveaus gefordert wurde und ein paar andere Dinge und vor allen Dingen definitiv keine Konjunkturpolitik machen. Wenn man da die Umfragen sich genau anguckt, die wir 2006 gemacht haben, zum Beispiel die Notwendigkeit einer Senkung des Lohnniveaus, auch damals waren die Ökonomen, die sich als die Mehrheit und als die Hochschulprofessoren dargelegt haben, tatsächlich gar nicht in der Mehrheit. Das gilt allerdings eben im Zeitablauf jetzt vor allen Dingen heute. Wir haben ein paar Fragen kurz noch gestellt, was so ein bisschen nach vorne geht. Was ist jetzt die Forderung und wie weit stützen die Ökonomen Forderungen, die jetzt eben auch hier diskutiert werden? Wir haben grundsätzlich die Frage gestellt, ob die Finanzkrise ihre eigene Lehr- und Forschungstätigkeit schon darauf größeren Einfluss gehabt hat. Immerhin sagen 44%, kann man jetzt auch so und so werten, aber immerhin. Wir haben die Frage gestellt, ob Ökonomen stärker auf die Geschichtsforschung zurückgreifen müssen, mehr historische Aspekte berücksichtigen, stimmen stark zu 32%, also auch immerhin jeder Dritte und etwas zu nochmal 43%.
also eine sehr, sehr große Mehrheit, die sagt, man muss mehr wieder sich um die Geschichte kümmern, beziehungsweise Geschichtserkenntnisse einfliegen, grundsätzlich Erkenntnisse anderer Disziplinen, Psychologie, Soziologie etc., sagen auch 47%, ja, auf jeden Fall sollte man stärker betreiben, 42% mit Abstrichen. Eine ganz konkrete Aussage, die auch ein bisschen das spiegelt, halt, ist die Frage, ob nach der Finanzkrise das, ja, die Annahme oder die Forderung nach einer Kapitaldeckung der Rente relativiert werden sollte. Auch da sagen immerhin 42% ohne Einschränkung, ja, sollte man revidieren, sollte man neu drüber nachdenken und mit nein sagen 42%. Letztes noch zu dem Themen kommt, also zu dieser Frage, was neue Themen sein sollte, sollen Verteilungsfragen bei wirtschaftspolitischen Maßnahmen künftig stärker berücksichtigt werden. Da sagen auch 40% Stimme stark zu und nochmal 40% Stimme etwas zu. Also die Sensibilität dafür ist sehr groß. Jetzt komme ich zu dem Teil, ich hoffe, ich habe noch die Minuten, den wir jetzt gerade ausgewertet haben und der allerdings sehr überraschend ausgefallen ist. Die Frage ist, in diesen Ansätzen dessen, wo man den Rückzug des alten Paradigmas erkennt, wo man erkennt, dass die Tendenz in der Lehre, im Fach schon relativ ausgeprägt ist, sich mal mit neuen Dingen zu beschäftigen, wer treibt das voran und wie weit kann man das voran? Ist das etwas, was in ein neues Paradigma mündet, oder ist das nur so eine Irritation und man kommt dann wieder zur alten Lehre zurück, weil das ja eigentlich die Wahrheit war? Wir haben die letzten Umfrageergebnisse 2015 und auch die davor jetzt endlich auch auswerten können nach Alter und haben natürlich die Annahme gehabt, dass die Jungen da ganz weit vorne sind, da sind ja auch einige hier, würde ich jetzt vermuten, dass das auch sehr stark kommt. Das ist aber nicht so. Und das ist erstmal sehr überraschend und ungewöhnlich, könnte man meinen. Nur 35% der unter 35 Jahren sieht das eigene Fach in einer Legitimationskrise. Das heißt, es sind deutlich weniger junge Ökonomen, die sich in der Krise sehen, als die Eltern, die über 54-Jährigen sagen zu 54%. Also deutlich mehr als die Mehrheit bei den Älteren sieht die Zunft in der Legitimationskrise und relativ unterdurchschnittlich wenige oder überdurchschnittlich wenige sagen nein. Gerade 17% der jungen Ökonomen sagen, dass die Finanzkrise eine Krise des Marktfundamentalismus bedeutet. Das war eine Frage, die wir eben auch schon hatten. Das sagen bei den über 54-Jährigen 33%. So, und jetzt das Schlimmste ist, dass von den Jüngeren ein kleinerer Anteil den Aufruf der Studenten für mehr Pluralismus unterstützt als die Älteren. Also das sind nochmal die Zahlen jetzt kurz, die sagen, dass es eine Legitimationskrise gibt. Bei den unter 35-Jährigen sehen 60% gar keine Legitimationskrise. Bei den über 55-Jährigen oder 55 und älter sind es nur 43%. Und das sind die Zahlen zu dem Aufruf der Studentenpluralität. Da kann man ganz schön erkennen, dass die Kritik berechtigt ist, sagen nicht mal 25% der jungen Ökonomen und immerhin fast 30% der 55 und Älteren. Jetzt ist das erstmal, klingt das nach Desillusion, also dass da von den Jungen nicht mehr kommt. Allerdings, und das ist das Spannende, wenn man diese Umfrage von 1981 sich anguckt, damals war das dasselbe. Schneider und Co. haben in dieser Umfrage damals eben diese Annahme auch gehabt, gemäß dem üblichen Generationenschema könnte erwartet werden, dass jüngere Ökonomen eher geneigt sind, neue Theorien, in Klammern, damals insbesondere den Monetarismus aufzunehmen. Von den Eltern wäre entsprechend zu erwarten, dass sie sich eher für die bestehende Theorie, insbesondere den Keynesianismus, einsetzen. Genau das ist damals auch nicht der Fall gewesen und es sind auch die Eltern gewesen. Ich habe noch keine richtige Antwort, vielleicht was hier zu diskutieren wäre, woran das liegt, ob die Jungen einfach noch sehr erstmal in das Schema reingepresst werden und noch nicht die Distanz haben, dass sie noch nicht mehr erfahren und was auch immer, ist, glaube ich, höchst spannend, sich die Ergebnisse genauer anzugucken. Es scheint jedenfalls diesmal keine Ausnahme zu sein. Als ich die Ergebnisse von 81 zuerst bekommen, habe ich gedacht, naja gut, die Jungen sind vielleicht immer eher ein bisschen mehr links und deshalb wollten die damals nicht zum Monetarismus oder so und das dann, aber heute ist es dasselbe. Also das scheint ein Phänomen zu sein, was möglicherweise tiefer sitzt und noch zu erforschen wäre.
Zum Abschluss, wenn man diese ganzen Dinge zusammennimmt, ist ja die Frage, was folgt daraus? Man kann offenbar feststellen, dass in gewissen Bereichen heutzutage schon der maßgebliche wirtschaftspolitische Beratungsprozess durch Leute gemacht wird, die in der Breite der Ökonomie gar keine Mehrheit mehr finden. Und das hat politisch sehr wohl Relevanz. Ich habe einfach das Beispiel jetzt mal rausgepickt. Als es sehr bedeutsam vor dem Bundesverfassungsgericht darum ging, zu entscheiden, ob die Interventionen der EZB zur Rettung des Euros, immerhin nichts ganz Unwichtiges, mit dem Mandat vereinbar war oder nicht, hat das Bundesverfassungsgericht 5 Experten eingeladen. Hans-Werner Sinn, seinen Schüler Kai Konrad, seinen Nachfolger Clemens Fuest, Harald Uhlig und als Fünfter war dann Marcel Fratscher als Verteidiger der EZB noch da. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Unsere höchsten und sehr geschätzten Verfassungsrichter haben die Meinung gehabt, dass der ökonomische Sachverstand, den sie zu Rate ziehen, dadurch repräsentiert ist, dass sie 4 Leute einlädt, die eine Minderheitenposition vertreten in der Ökonomie. Sie haben glücklicherweise irgendwie, muss Ihnen irgendeine Eingebung gekommen sein und Sie haben dann nachher doch anders entschieden. Vielleicht haben Sie die Umfrage auch gesehen, die wir damals schon gemacht hatten. So, das vielleicht nur dazu, wenn nochmal die Mehrheitsverhältnisse, was das Mandat angeht, haben wir auch gefragt, unmittelbar, ob die Ökonomen meinen, dass die EZB ihr Mandat mit den Interventionen überschritten hat. Und darauf sagen nur 36%, ja, das hat sie, sie hätte nicht intervenieren dürfen. Das heißt, die Position, die 4 Leute von 5 vor dem Verfassungsgericht vertreten haben, findet unter den Ökonomen insgesamt nur 36%. Die anderen sind entweder abgestimmt oder ganz klar anderer Meinung. Fazit. Es gibt unter deutschen Ökonomen ganz offenbar mehr Vielfalt, mehr, weiß nicht, ob man das schon Pluralismus nennen soll, aber weniger hermetische Geschlossenheit, als es so manche Talkshow-Auftritte vermuten lassen oder die Dominanz der Ökonomen in der wirtschaftspolitischen Beratung. Es gibt gleichzeitig die Abkehr von dem alten Paradigma und man stellt fest, dass die jetzt gerade noch immer das maßgebliche Wort haben bei der wirtschaftspolitischen Beratung in der Minderheit sind. Das stellt für mich sich einfach vor allen Dingen die Frage, was muss geschehen, um diese Transparenz, um die Mobilität sozusagen auch der Gedanken da zu verstärken. In den 70er Jahren war der Sachverständigenrat ganz vorne dabei, den Paradigmenwechsel voranzutreiben. Heute ist er ganz offenbar der große Bremser und diejenigen, die da nach hinten sich bewegen oder an dem Alten festhalten wollen, da kann man sich möglicherweise ein bisschen was auch an den Amerikanern abgucken, die dafür sorgen, dass Ökonomen viel schneller mal in die Politik gehen, auch wieder zurückgehen und damit vielleicht auch ein bisschen mehr Gedankenflexibilität kommt, als wir das haben, wo die Positionen dann doch in der Regel sehr lange besetzt sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Fricke. Wir würden jetzt noch ein paar Fragen aus dem Publikum sammeln. Und ja, ich hoffe, dass bald jemand das Eis bricht. Wir machen immer die Regel, Studierende zuerst und dann erst die Referentinnen und Referenten. Ja. Ich habe eine Frage genau bezüglich dem, was Sie genannt haben, was vertritt der deutsche Mainstream, wo Sie halt erst aufgelistet haben, was halt diese 5 Punkte wären und dann halt die Ergebnisse aus der Basis. Wo nehmen Sie genau die Ergebnisse her, was der Mainstream quasi vertritt? Ist es das, was der Sachverständigen ausgesagt hat oder wie ist das genau? Also ich habe das in der Studie dann wirklich sehr systematisch einfach an dem festgemacht, was im Sachverständigenratsgutachten vor allen Dingen 2014 stand, weil das einfach auch sehr bewusst offenbar als programmatische Aussage gemeint war und habe das teilweise angereichert durch andere Zitate. Also man kann natürlich oft nicht 100% die Aussagen gegeneinander stellen, aber das weitestgehend versucht. Und ich habe noch einen kleinen Kommentar, auch als Sie es angesprochen haben, warum eben genau die Jungen eher die Orthodoxen sind. Für mich ist das auch eher logisch, weil ich kann jetzt einfach nur aus meinem eigenen Studium halt reden und ich sehe es da, okay, wenn man nur eine Theorieschule kennenlernt und nichts Reflexives,
dann kommt man gar nicht auf die Idee, das mehr zu hinterfragen. Und bei meinem Institut an der Universität Wien sehe ich das jetzt auch genauso. Die einzigen Marxisten, die es gibt, die gehen gerade alle in Rente, so ungefähr. Und das sind natürlich auch eher die, die verschiedene Schulen kennengelernt haben, die auch überhaupt das mit dem Vergleichen wirklich selber auch mal, sag ich mal, vornehmen mussten, weil sie einfach in verschiedenen Dogmenzeiten, sag ich mal, vielleicht gelebt haben. Deswegen ist das für mich jetzt gar nicht so überraschend, dass es unbedingt die Jungen sind, die eher orthodox sind. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine kurze Frage, wenn ich das richtig verstanden habe. Haben Sie die Umfrage durchgeführt bei Mitgliedern des VfS? Inwiefern kommt dadurch auch ein gewisser Bias dran, weil ich nehme an, dass nicht alle Ökonomen im VfS organisiert sind. Können Sie das vielleicht kurz kommentieren? Ja, wir haben uns natürlich im Laufe der Zeit immer wieder darüber Gedanken gemacht, auch ob man das irgendwie öffnen kann, ob man irgendwie anderen noch die Möglichkeit gibt, daran teilzunehmen. Das ist dann teilweise einfach praktisch schwierig gewesen. Also es gibt sicherlich Anzeichen dafür, es gibt ein paar Indizien dafür, dass man möglicherweise wirklich sehr extreme Positionen raus hat. Also wir haben ja gefragt, welche Sympathie die Teilnehmenden für Denkschulen haben. Und da kam zum Beispiel beim Marxismus eine Quote von, ich glaube, 0,8% oder sowas raus. Das scheint mir trotz allem noch recht wenig, also eher unplausibel, dass nicht da doch der ein oder andere noch einem der vielen Lehrstühle ist, der da so eine Sympathie hat. Aber es mag sein, das ist nur eine Vermutung. Wir haben ansonsten eigentlich ja immer so ein bisschen Plausibilitätschecks noch machen können, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass es schon sehr weitgehend repräsentativ ist. Im Notfall muss man halt vielleicht sagen, ja, wenn jetzt so eine Bewegung entsteht von Leuten, die ganz andere Ansätze haben, ist das möglicherweise in dem Sinne da noch unterrepräsentiert. Dann ist die Umfrage natürlich sehr stark repräsentativ für das, was noch das, ja, nicht dominant, aber was das noch in der Breite so das Übliche ist. Und es ist vielleicht in dem Sinne, wie wir es interpretieren können und von den Ergebnissen ja eigentlich umso interessanter, dass selbst bei denen, die eben schon Mitglieder sind oder die seit jeher Mitglieder sind, die Meinungen doch pluraler zu sein scheinen und sich in Bewegung weg von dem angebotsorientierten Paradigma zeigt, als das jetzt sonst der Fall gewesen wäre. Ich habe zuerst eine technische Frage zu Ihrem Sample. Wie viele junge Leute haben Sie sozusagen befragt? Also war das noch sozusagen repräsentativ, dass man es nutzen kann? Und eine eher inhaltliche Frage, konnten Sie auch irgendwie testen, inwiefern auch die Professoren, die ja jetzt sogar ein bisschen aufgeschlossener klangen, die gesagt haben, dass sie auch andere Wissenschaften mit einbeziehen, ob sie es auch wirklich machen oder ob sie das sozusagen nur im Fragebogen angeben, weil wir als Studenten merken ja, eher, wie dieser Workshop vielleicht zeigt, noch nicht so viel davon, ob das vielleicht so ein Phänomen ist, dass man den Fragebogen häufig ein bisschen sozial ausgewogener antwortet, so, ja, natürlich achte ich beim Einkaufen, dass es fair ist, etc., aber dass die Professoren dann gucken, okay, wenn es dann um die Karriere geht, die halt von den Sins und Co. dominiert wird, dann bin ich da dann doch lieber nochmal marktfundamentalistisch. Ja. Also das Zweite haben wir nicht wirklich noch weiter abfragen können. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie man so den Beleg antreten kann. Das müsste man in Einzelinterviews wahrscheinlich eher machen, ne? Weil man kann ja nicht mehr fragen, als machen Sie da was oder was. Vielleicht kann man versuchen, in der nächsten Welle, die wir vielleicht in 2-3 Jahren machen, das dann noch ein bisschen konkreter zu fassen, um das, klar, das Risiko auszuschließen, dass jemand sagt, ja, ich mache da was, aber in Wahrheit nicht so viel. Ist repräsentativ. Wir haben die Kategorien unter 34, da hatten wir jetzt bei der 2015er Umfrage 250, in der mittleren Kategorie 500 und in der oberen über 55 waren es wieder 270, sowas in der Größenordnung, also eigentlich. Ich habe auch noch eine Bemerkung, Herr Fricke. Ich habe gewisse Probleme mit Ihrem grundsätzlichen Vorgehen. Okay, Sie stellen gegenüber, Sie nehmen die Ergebnisse vom Jahresgutachten 14-15 und stellen das ähnlich gelagerter Fragen in diesem Verein für Sozialpolitik-Umfrage gegenüber und sagen dann, die Position des Sachverständigenrats entspricht nicht der Mehrheit.
der Mehrheitsmeinung. Okay? Und ähnlich haben Sie das auch mit der Auswahl der ökonomischen Gutachter bei der OMT-Auseinandersetzung vom Bundesverfassungsgericht gemacht. Haben die fünf, also Sinnfuß, Fratscher, Kai Konrad und Harald Uhlig genommen und sagen, die reflektieren mit ihren Meinungen auch nicht die Mehrheitsmeinung. Also ich weiß nicht, ob man Wissenschaft nach Mehrheiten machen sollte. Für mich ist das eine Frage, wer hat die besten Argumente? Okay? Auf Argumente habe ich bei Ihnen überhaupt nichts gehört. Man kann die Argumente des Sachverständigenrats kritisieren, aber dann muss man sagen, was ist denn falsch an diesen Argumenten, dass eine Mehrheit eine andere Meinung hat, eine Mehrheit, die ja eigentlich weder repräsentativ ist, noch weiß man, wer da überhaupt gefragt worden ist. Ich meine, deswegen dieses Vorgehen, eine Mehrheitsmeinung sozusagen implizit, war das mein Eindruck, Sie stilisieren die Mehrheitsmeinung bei so einer Umfrage als die ökonomische Wahrheit und die, naja, so ein bisschen, okay, ist das die, aus meiner Wahrnehmung, ist ein bisschen das, was Sie suggerieren. Und wenn dann der Sachverständigenrat, wen hätte denn das Verfassungsgericht anders nehmen sollen? Das Verfassungsgericht hat die Präsidenten der bekanntesten Wirtschaftsforschungsinstitute genommen. Das ist nun mal der Hans-Werner Sinn, der war damals Präsident des IFO-Instituts, Fratscher vom DIW und Clemens Fuß war damals Präsident des ZDW. Dann hat er noch genommen Kai Konrad, naja, der war Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen, also eigentlich eine naheliegende Wahl. Ja, und dann wollte man einen im Ausland tätigen Ökonomen haben, der aber gleichzeitig über Fiskalpolitik und Geldpolitik international renommiert ist. Naja, da kommt man sofort auf Harald Uhlig. Insofern ist das für mich eine völlig naheliegende Wahl. Und dass da von mir aus eine Mehrheit etwas, ich meine, da konnte man ja gar nicht sagen, anderer Meinung. Ich meine, klar, Hans-Werner Sinn repräsentiert in vielerlei Hinsicht sicherlich nicht die Mehrheitsmeinung der Ökonomen. Aber die Frage ist, was ist denn falsch an seinen Argumenten? Was ist falsch oder was ist richtig an den Argumenten des Sachverständigenrats? Ob da sechs Ökonomen anderer Meinung sind, interessiert mich nicht. Die Argumente sind wichtig. Darauf sind Sie mit keinem Wort eingegangen, aber das ist doch die Krux von Wissenschaft. Also das Argument, dass Wissenschaft nicht durch Mehrheit gemacht wird, dürfen Sie mir glauben, das steckt in mir, weil sonst hätte ich das nicht so lange ausgehalten. Das habe ich lange erlebt, in der Minderheit zu sein und haben wir, viele von uns hier erlebt. Vielleicht liegt es an Ihren Argumenten. Achso, jetzt ist aber doch die Mehrheit oder Minderheit entscheidend. Die Argumente sind entweder gut oder nicht gut, oder falsch. Sie können das in der Studie auch nachlesen, da steht auch der Satz drin, dass ich ganz fest von der Annahme ausgehe, dass Wissenschaft und Erkenntnisfortschritt nicht durch Mehrheiten entschieden wird. Das heißt, es ist keine. Aber ich meine, die andere Seite hat diesen Anspruch erstmal erhoben. Lesen Sie den Hamburger Appell, das ist mit einem Duktus geschrieben, wir haben den ökonomischen Sachverstand. Und das ist schon auch mit dem Duktus geschrieben, wenn die Mehrheit das sagt, dann ist das so. Und das hat mich lange immer gestört und ich bin der Erste, der sofort zustimmt, zu sagen, also das ist keine Mehrheitsveranstaltung. Das heißt, das wäre das Letzte, was ich rüberbringen will, dass das jetzt die Wahrheit ist. Aber es ist schon so, dass eine Minderheit, wenn eine ökonomische Denkrichtung in die Minderheit gerät oder noch in Minderheit ist, dass sie dann unter einem besonderen Legitimationsdruck steht und besonders gut argumentieren muss. So, das würde ich in der Konsequenz von denen verlangen. Aber im ersten Moment geht es mir noch gar nicht um diese Frage, wer jetzt dadurch Recht hat oder nicht, sondern einfach, welche Wahrnehmung haben wir von der Ökonomenschaft und was denken, wie weit sind diejenigen, die, wie Sie zitiert haben, aus institutionellen Gründen noch in diesem Posten sind die noch repräsentativ für das, was die Basis denkt. Mal ungeachtet dessen, wer am Ende Recht hat, ist es schon eine spannende Frage erstmal, sich der Frage zu nähern, wie weit man da Pluralismus hat oder braucht oder wie weit sich das verschiebt. Also mehr habe ich da in dem Moment auch noch nicht gesagt. Haben Sie denn in der Umfrage Institutszugehörigkeit abgefragt? Also könnte man quasi testen, ob es eine Konsistenz innerhalb von Instituten gibt, der Meinung, oder ob es auch da Diversität gibt? Mhm. Und dann als Kommentar vielleicht dazu noch, also wenn man nicht daran denkt, dass es jetzt da um die Wahrheit geht, dadurch quasi mit der Umfrage zu begründen, sondern einfach um bestehende Prämissen zu hinterfragen, finde ich, kann man das schon dafür nutzen, um zu sagen, wenn 50 oder 60%
dem widersprechen in der Mehrheit. Muss das nicht die Wahrheit sein, aber es hat vielleicht Wert, nochmal Prämissen zu hinterfragen, weil 60% halt oft nicht komplett falsch liegen oder zumindest im Kern vielleicht ein Punkt richtig sein könnte. Ja, wie gesagt, also über die letzte Frage kann man streiten. Ich wäre da wirklich immer dabei zu sagen, die Mehrheit entscheidet jetzt am Ende nicht, was Wahrheit ist, aber es setzt halt schon einen gewissen Signal, wenn sich Mehrheiten so verschieben, dann hat sich vielleicht auch in der Wahrnehmung oder in den Erkenntnissen was gegeben. Es gibt ja genügend Gründe dafür, das auch zu begründen, wenn man merkt, dass einfach gewisse Annahmen von rationalem Verhalten von Finanzmärkten einfach ganz offenbar nicht die Realität spiegeln. Da muss man halt einfach irgendwann Neues denken, und wenn plötzlich eine Mehrheit das Neue denkt, dann hätte ich auch Tendenz dazu zu denken, das ist interessant, mal in die Richtung zu gehen, ohne damit schon zu sagen, dass das die Wahrheit ist. Aber ich glaube, das macht schon Sinn. Das Erste war, ach so, genau. Also es ist sehr detailliert alles abgefragt worden. Was ich gemacht habe mit meinen Mitteln, ist einfach eine sehr deskriptive Auswertung, in der wir jetzt eben bis auf die Stufe gegangen sind, die Alterskategorien zu unterscheiden. Es lässt sich aus den Umfragen auch sehr viel mehr ziehen. Also es ist abgefragt worden, an welchen Lehrstühlen man ist, wo man gelernt hat, ob man im Ausland war, wie oft man im Ausland war. Das Potenzial, es gibt noch keinen, aber das wäre theoretisch Stoff, das mal ökonometrisch mehr auszuwerten, auch Querverbindungen auszuwerten. Das hat Friedrich Schneider mit der Umfrage von 2006 gemacht. 2010, glaube ich, ist auch gemacht worden, von der jetzigen noch nicht. Also die Datensätze wären da. Ja, wir würden jetzt noch zwei Fragen sammeln. da wird es schon schwierig. Okay, machen wir drei. Und dann sollten wir aber auch zur Diskussion übergehen, denn da kommen bestimmt auch noch ein paar spannende Argumente mit rein. Ja, mein Eindruck ist, dass die Minderheitsmeinung eigentlich mehrheitlich gehört wird. Und wenn Sie das auch so sehen, was würden Sie machen, damit dieses Missverhältnis ein bisschen ins Rechte, also richtig gerückt wird? Also die Richtung, was ich eben angedeutet habe, was ich finde lohnenswert darüber nachzudenken, ist halt, inwieweit man eine Idee, eine Möglichkeit, einfach mehr Wechsel, mehr Mobilität in der wirtschaftspolitischen Beratung schafft. Also, Wiegert wird wahrscheinlich widersprechen oder weiß ich nicht, aber ich will auch nicht so nahe treten, aber es ist einfach so, dass wir bei uns in der wirtschaftspolitischen Beratung doch eine sehr hohe Konstanz in vielen Posten haben. Es gibt doch relativ viele Ökonomen, die schon seit sehr langer Zeit in einer sehr entscheidenden Position sind. Wir haben Christoph Schmidt, der gleichzeitig Sachverständigenratsvorsitzender und Präsident eines Instituts ist. Wir haben diese persönlichen Verquickungen, die jetzt auch vielleicht noch gar nicht so schlimm sind, aber naja, Axel Weber war halt Sachverständigenrat, Bundesbank, sein Schüler Jens Weidmann war im Sachverständigenrat, später bei der Kanzlerin und dann bei der Bundesbank. Jörg Asmussen gehört in die gleiche Schule als Schüler von ihm. Also man hat schon so ein paar Phänomene in Deutschland, wo man merkt, dass das sehr, ja, sehr wenig Mobilität gibt. Und vielleicht wäre es eine Idee, das ein bisschen stärker zu machen wie in den USA, auch alles mit Problemen und Nachteilen verbunden, aber einfach Ökonomen, renommierte Ökonomen mal für 2-3 Jahre auch wirklich in die politische Verantwortung mitzunehmen, wie die Ökonomen, also politische Verantwortung zumindest sehr nah ranzubringen, wie dem Ökonomen im Council of Economic Advisors, und sie dann aber auch so wieder in die Wissenschaft zurückzulassen. Das haben wir auch in der Umfrage abgefragt jedes Mal. Das ist auch eine Forderung von Ökonomen, die sehr massiv gestellt wird. Das ist in Deutschland, soweit ich bin da nicht so Experte, aber soweit ich da mich informiert habe, eben doch relativ schwierig, als Universitätsprofessor mal einfach 2-3 Jahre in die Politik zu gehen und dann wieder zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile verändert hat, aber so, das wird auch in den Umfragen beklagt und gefordert, dass man da mehr Möglichkeiten schafft, mal für eine Zeit in die Politik zu gehen und zurückzukommen. Vielleicht würde das ein bisschen mehr Frische in den Gedanken bringen oder auch ein bisschen mehr Austausch. Mir kam es so ein bisschen so vor, als ob immer
ein bisschen mehr als 30% ihren Thesen zugestimmt haben, ein bisschen mehr als 40% denen mit Einschränkungen zugestimmt haben und dass das irgendwie vielleicht konsistent ist. Und da wollte ich fragen, ob Sie das irgendwie nachvollziehen können, ob es da gewisse Blöcke gibt, Leute, die quasi sich immer zustimmen oder ob das doch Leute so, auch mal zustimmen und mal nicht zustimmen oder ja, ob es dann eine Lagerbildung gibt. Ja, ist die gleiche Antwort wie eben. Also das Potenzial wäre da, die Datensätze sind da. Man kann also auch diese Querverbindungen herstellen. Ich habe es mit den Mitteln, die ich jetzt hatte und in der Zeit einfach nur deskriptiv gemacht und deshalb das leider nicht gemacht. Aber es wäre natürlich spannend. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. War sehr interessant. Ich hätte die ganz grundsätzliche kurze Frage, wie zugänglich die Rohdaten wirklich sind, auch für die vergangenen Durchläufe der Umfrage. Vielleicht könnten Sie dazu noch was sagen. Ganz generell habe ich den Eindruck, Sie kennen vielleicht die Geschichte von dem amerikanischen Soziologen Richard LaPierre, der ist in den 1910er Jahren mit einer asiatischen Familie durch die USA gefahren und war überrascht, dass sie überall so höflich behandelt wurden, weil da gab es eigentlich ein bisschen Asiatenrassismus zu dieser Zeit und hat dann einen Fragebogen geschickt an alle Hotels, wo sie waren und da haben 8 von 10 dann geantwortet, nein, eigentlich nehmen wir grundsätzlich keine Gäste aus Asien auf. Und ich denke mir, hier haben wir einen ähnlichen Effekt, nur in die andere Richtung, also wenn ich etwa an die Frage denke, ob sozusagen diese Studierendenforderungen nach mehr Pluralität berechtigt sind, dann glaube ich, dass Sie viele Kolleginnen finden, die sagen, ja, das ist durchaus eine Berechtigung, aber deswegen schreiben wir doch nicht die nächste Professur anders aus. Also ich denke mir, oder deswegen ändern wir jetzt nicht unser Curriculum. Also ich denke mir sozusagen, diese einfache Zustimmung zur Kritik ist das eine. Ob sich dann auch wirklich was ändert, und das wäre ja der Lackmustest, das ist das andere. Und da sehe ich halt schon viel stärkere Rigiditäten. Also wenn man gefragt hätte, planen Sie in den nächsten 5 Jahren eine Professur mit einem pluralistischen Charakter auszuschreiben, dann sehen die Prozentwerte, denke ich, anders aus. Mhm. Und das könnte bis zu einem gewissen Grad die Beobachtung erklären, die Sie auch gemacht haben, dass die Jungen eigentlich sich sozusagen stärker die Scheuklappen der Disziplin aufsetzen. Weil was schon klar ist, den jungen Ökonomen wird ganz klar kommuniziert, du kannst auf 2 Arten Karriere machen. Entweder du machst eine Theoriebildung in diesem immer noch neoklassisch geframten Lehrbuchrahmen oder du machst eigentlich relativ empiristische Statistik und wirst ein ökonometrischer Techniker, eine ökonometrische Technikerin. Das sind sozusagen die beiden Karrierewege, die es gibt. Und natürlich gibt es dann einen Selbstselektionseffekt. Das heißt, in den PhD-Programmen oder schon vorher sieht man ganz klar die Leute, die sagen, na gut, ich mache irgend so eine Art von Karriere, oder die Leute, die sagen, na, ich mache das eigentlich nicht, und die opten out und gehen dann, was weiß ich, in die Wirtschaftsgeografie, in die Wirtschaftssoziologie und überhaupt aus der Wissenschaft raus. Also ich denke mir, das wäre vielleicht noch zu bedenken, sozusagen der Unterschied zwischen Reden und Tun. Also wenn da Anregungen von Ihnen vielleicht aus den Diskussionen auch kommen, wie man diese Frage, dieses Konkrete, wird auch tatsächlich was gemacht, abfragen könnte, bin ich offen dafür, weil, also ich meine, es wird jetzt sicherlich 2-3 Jahre dauern, bis wir die nächste Welle machen, aber vielleicht kann man auch zwischendurch mal eine kleinere machen. Das wäre natürlich spannend, aber mir ist, ja, ich kann noch gar nicht so richtig vorstellen, wie man das dann auch so belastbar formulieren kann, dass da tatsächlich konkrete Antworten rauskommen. Was ich glaube, grundsätzlich ist einfach als vielleicht Schlussbemerkung, dass wir dann schon auch sagen müssen, also egal von welcher Seite man kommt, dass wir ja auch noch nicht so weit sind, dass, also weit im Positiven wie im Negativen, so weit sind, wirklich ein neues Paradigma oder eine geschlossene Sicht erkennen zu können. Das heißt, eigentlich sehe ich das auch mehr so als einen Prozess an, wo in der ersten Phase man feststellt, zum Positiven, da ist immerhin Bereitschaft da und es gilt zumindest als gut zu sagen, man macht da was. Und der nächste Schritt muss natürlich irgendwann kommen. Thomas Kuhn hat das mal in seiner Paradigmentheorie so beschrieben, dass halt irgendwann in so einem Paradigmenwechsel die beiden Seiten, die alten und die neuen, sich gegenüberstehen. Und beide haben halt nochmal so richtig ihre Leute mobilisiert und stehen sich gegenüber. Und er schreibt, dass es eigentlich sehr lange so anhalten kann, weil beide irgendwie dastehen und sich gegenseitig bewerfen und den anderen beschimpfen und was soll ich was. Und alle haben so ihre Anhänger. Und er schreibt in seiner Theorie, dass das Neue sich erst dann durchsetzt, wenn man wirklich ein neues Paradigma hat, also wenn es wirklich ein neues, überzeugendes, ja, Paradigma, Weltbild, was auch immer, ein bisschen was hat und nicht nur sehr viele Kritikpunkte und nicht nur sehr viel Zweifel, sondern einfach was Neues, dann zieht das Neue auch. Und ich glaube, wir sind in dieser Phase, wir sind noch in der Phase, wo das auch noch nicht entschieden ist, in welche Richtung das geht. Ich würde dann sagen, dass dann viele folgen, wenn man mal so ein bisschen mehr Konkretes anbieten kann.
Aber das werden Sie ja in den nächsten 2 Tagen machen. Ja, herzlichen Dank, Herr Fricke, für die interessanten Einsichten.